Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tech-Check, zu meiner Videoserie Tech-Check. In dieser Videoserie werde ich einer meiner Steckenpferde, also Aktien aus genau der Branche, in der ich seit über 20 Jahren unterwegs bin, herauspicken und ein kurzes Wrap-up machen, 5 bis 10 Minuten Analyse. Und hier ich habe eine kurze Umfrage gemacht auf Facebook und eine der häufigsten Tech-Aktien, die gewünscht worden war, ist die Cisco Systems. Eine sehr alte Aktie. Soll man hier mal auf Maximum gehen, dann sehen wir, dass das Ding schon vor 2000 unterwegs war. Also ganz anders als wie diese Facebooks und so weiter. Und hatte in dieser Ja, in dieser heiß geliebten von mir persönlich auch, wo ich meine ersten absolut Negativerfahrungen gemacht habe, die dann 10 Jahre, 20 Jahre oder vielleicht sogar bis heute in meinen Gliedern weiterhin noch stecken, wo meine Eltern gesagt haben damals, also vor ja, eben 20 Jahren, nie wieder Aktien, ja, und ganz viele andere. Also da hat es wirklich viele, viele verworfen. Da war das Ding auf 81 Euro. Das ist 20 Jahre her und seitdem nie wieder so hoch. Wir hatten das höchste Hoch auf 56, 57 Euro Cisco Systems im Juli diesen Jahres. Und seitdem geht es mir mal steil bergab. Na, was ist denn hier passiert? Na? Wie kann denn das sein? Der komplette Herbst im Eimer, wo so viele andere Aktien bergauf gelaufen sind. Ja, jüngere Unternehmen wie Tesla, wie eine Facebook. Dort habe ich teilweise zwischen 50 und 100% Gewinn gemacht. Wohlgemerkt sind das nur ganz kleine Positionen, weil das natürlich volatile Aktien sind. Also immer wieder der Disclaimer. Mir ist gerade ein bisschen schwindelig, weil ich draußen in der Eiseskälte gejoggt habe und tja, von heiß auf kalt und ne Quatsch, von kalt auf heiß ist es. Ja. Na gut, ich mache jetzt einfach weiter mit dem Video. Okay, so kalt war es doch gar nicht draußen. Haben wir nicht mal 0 Grad, oder? Na gut. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil mir so ein bisschen schummrig ist gerade. Ja, okay. Also hier. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau. Also Cisco Systems. Ja, das sind ja immerhin, man muss ja mal hier bedenken. Ja, das sind ja. Also quasi jetzt in dieser vorgezogenen Jahresendrallye, die wir hatten letztendlich, ja, so Oktober und November, ist die Aktie ja mal eben kurz hier um 20% runter, ja, wo alle anderen drauf sind. Ich habe dieses Papier nicht, ja. Ich fasse es auch nicht an, weil jetzt schauen wir uns mal hier ganz kurz an. Das sind hier 2001. Also das sind Finanzkrisen, alles mögliche Zeug dazwischen, ja. Bis, ja, sagen wir mal hier, also sagen wir mal, über 15 Jahre hinweg ist das Ding kaum, hat sich kaum vom Fleck gerührt. Das erinnert mich eigentlich an eine Aktie, wo ich damals alles verloren habe, oder viel verloren habe, die Deutsche Telekom, ja. Also, Telekom, Kommunikationsgigant, das ist Hardware, ja. Die machen auch Software jetzt mittlerweile und so weiter und wollen sich umstrukturieren und alles, ja, und bieten auch dann Cloud-Lösungen an und so weiter, Security Systems. Und deswegen ist ja hier auch dieser Anstieg gekommen. Ja. Das heißt, dass sie sich umstrukturieren von ihrem Angebot endlich mal hin zu modernen Lösungen. Und jedes Unternehmen, das einen Fuß im Cloud-Geschäft hat, ja, hat davon profitiert. Ja. Also, you name it. Ja, Amazon, also ziemlich der einzigst profitable Zweig von Amazon. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber über die letzten Jahrzehnte hinweg war das Cloud-Geschäft. Ja, die haben Rendite gefahren, ja, Gewinne gemacht und zwar en masse, eine riesen Marge, weil hier einfach die Skalierung so todessimpel ist. Ja, also skalieren bedeutet, ich muss mit ganz wenig Einsatz ganz viele mehr Kunden generieren, die alle gleich viel oder ja, also die alle gleich viel Gewinn bringen oder letztendlich proportional zum Einsatz, den ich bringen muss, also quasi meinem Kostenfaktor, proportional extrem hohe Margen.
Und diese alten, eingesessenen Hardware-Firmen, ja, dazu gehört auch eine HP oder halt die halt die ganzen Kistenschieber, nennen wir die in der IT, ja, die einfach Blech verkaufen. Ja. Wenn du zufällig aus der IT-Branche bist, dann weißt du, was ich damit meine. Ja. Blech. Ja. In Deutschland, wo primär mein Markt ist, Deutschland, Schweiz, Österreich, wo ich also viel verkaufe von dem Zeug, da gibt es immer noch viele Mittelständler, die quasi nichts wissen wollen von der Cloud, ne? Und da verkaufst du dann noch dein Blech, ja. Aber der Markt hier in Deutschland oder so, ja, wo wir etwas konservativ sind gegenüber Cloud, es ist ein winziger Markt, ja, winziger. Und jetzt wandern auch noch die paar Firmen, die wir hier noch haben, in Anführungsstriche, ja, wandern jetzt auch noch nach Osteuropa. Thema Elektromobilität. Da mache ich ein eigenes Video dazu. Jetzt habe ich mich gerade selbst dran erinnert. Das wollte ich eigentlich schon vorher machen. Da habe ich gestern über eine Stunde lang mit dem IT-Leiter eines Autozulieferers gesprochen. Hochinteressantes Gespräch. Da muss ich unbedingt ein Video drauf. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Da hat mir da so ein paar richtige Inside-Informationen gegeben, was da gerade passiert. Also, das ist echt heftig. Also, wo wir in Deutschland in 10 Jahren da stehen werden. Okay, ich will nicht wieder abschweifen. Diese Aktie. Ich würde es mit Vorsicht genießen. Warum? Weil es einfach bessere Aktien gibt in der Branche. Es gibt einfach bessere Aktien. Wenn du mal diesen Chart mit vergleichst mit den 20, 30 Charts mit Cloud-Security-Firmen, mit Cloud-Services-Firmen, ja, mit Cloud-Application-Dienstleister, ja, die ERP-Systeme anbieten, ja, wie oder Storage. Ja, es ist eigentlich völlig egal. Alle, die gut im Cloud-Geschäft sich positioniert haben, haben hier ein Chart, ja, ein Chartbild ungleich positiver als wie sowas, ja. Und das ist schon der ein, das ist schon das, das alleine schon der Grund, warum ich hier bestenfalls irgendwie eine Dividendenaktie oder sowas sehen würde. Aber wozu? Es gibt bessere Aktien für rein Dividende und es gibt bessere Aktien für was Technologie. Also wenn du eine Dividendenaktie suchst, gibt es bessere Aktien. Und wenn du eine Tech-Aktie suchst, gibt es auch bessere Aktien. Also warum sollte ich dieses Ding hier kaufen? Ja, okay, das ist meine persönliche Meinung und das soll es auch wieder gewesen sein. Wie viel Dividende die zahlen, meine Herren, können wir mal kurz googeln oder was? Ja, ob das jetzt 3 oder 3,5% sind, ist mir doch Schnuppe. Bei einer Tech-Firma, sorry. Ja, also wenn du mal die 20 besten Tech-Firmen übereinander legst und den Durchschnitt ausrechnest, dann haben die in den letzten, wenn wir jetzt hier den Zeitraum wieder hernehmen, 15 Jahren oder 20 Jahren haben die im Durchschnitt ja 1000% gemacht. Ja, was interessiert mich da 3% Dividende? Also das ist einfach die falsche Branche. Ja, deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter ausführen, was die Dividende betrifft. Also, wenn du mehr über Tech-Aktien wissen willst, ich werde noch also quasi eine ganze Serie machen, also den Tech-Check, ja. Ich habe jetzt diese hier vorgezogen, weil die gewünscht worden war, von einigen immerhin. Und es werden aber viel interessantere Aktien Werte kommen als wie diese hier. Also die stinklangweilig, ja, und einfach ungeeignet, ja, was mich betrifft, für mein Portfolio. Also Daumen hoch und für dich natürlich Daumen hoch auch, ja. Ich wünsche alles Gute. Abonniere meinen Kanal, wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, noch nicht abonniert hast, damit du die Tech-Check-Videos von mir nicht verpasst. Ja, ich werde mindestens 20, 30 machen demnächst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Würde mich wirklich freuen. Bis dann, Daumen hoch und bye bye.